Ja, wir haben heute eine aktuelle Anfrage zu der PFT-Belastung im Düsseldorfer Norden gestellt. Da sind ja die Badeseen, aber auch die Gartenbrunnen gesperrt worden. Und wir wollen aber, dass die Bevölkerung da noch mehr informiert wird. Es ist zwar in den Badeseen verboten zu baden, dennoch gibt es ja Leute, die das trotzdem tun und die müssen aber auch informiert werden, genauso wie die Bevölkerung insgesamt. Hier hat die Stadt auch schnelle Abhilfe versprochen. Es werden jetzt Schilder aufgestellt. Insgesamt ist es natürlich unser Anliegen, dass hier auch schnell saniert wird. Das ist zwar technisch aufwendig und schwierig, das wissen wir ja auch aus dem Umweltausschuss, aber wir meinen, dass auch hier der Flughafen Düsseldorf sich stärker beteiligen muss. Das hat die Verwaltung anscheinend auch erreicht, sodass im Oktober da ein Plan vorgelegt wird, damit wir so schnellstmöglich die Gesundheitsgefahren für die Bevölkerung abstellen können.